So, Freunde, push the button und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Heart of Darkness. Wir machen an der Stelle natürlich direkt weiter. Ihr habt schon mal hier so weit gespielt, wie wir gerade waren. So, diesmal bin ich aber vorbereitet, Kollege. Kollege Schatten. Ich habe den Weg aber da hinten schon mal freigeräumt. Das ist wenigstens schon mal ein Vorteil. So, hier brauchen wir gar nicht probieren, runterzuspringen. Am besten von hier oben. Alles säubern. Wenn die Viecher jetzt bitte... Ja genau, geh da mal hin, guck mal da. Da ist ein bisschen freshy. Genau, ein bisschen fressy. Kannst du hier meine Powerkraft fressen. Alter, ja, natürlich, Nachspawner. Ich liebe sie. Das Spiel ist übrigens mit dran schuld, dass ich Nachspawner so sehr liebe. Jetzt ist natürlich die Frage des Tages, ob hier unsere Krabbelfiecher auch nachspawnen hier. Unsere... Ja, genau. Euch habe ich zu meinem Glück jetzt noch gebraucht. Genau ihr. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich erinnere mich. Och nein. Seht ihr das? Wenn wir runterfallen. Ja, jetzt zwingen sie mich nach... Ich habe eine andere Idee. Ja, ja, ja. Ja, genau. Ihr Schwänze, Alter. Ihr Schwänze. Habe ich richtig... Ja, genau, Alter. Ohne Scheiß, ey. Oh, Freunde. Fickt euch. Ich beschleunige das hier jetzt. Ich hoffe einfach, dass ich weich lande. Wunderbar. So, zack. Ach du Scheiße, ohne Witz jetzt. Haben sie mich zu dritt angegriffen. Mein Plan war jetzt ganz nach oben zu klettern, damit sie wenigstens nicht mit ihrem Schleim mir auf Nüsse gehen können. Weil dieser scheiß Schleim natürlich dafür sorgt, dass ich hier runterfalle und natürlich hier den Viechern hier unten direkt ins Maul falle. Das müsste auch, glaube ich, eine dieser wenigen Dauerspawn-Ecken sein in Heart of Darkness. So, zack, boing. Nein, geh doch da hoch! Ja, ihr merkt, Leute, die da unten, die machen keine halben Sachen. So, ich muss sofort schießen. Sofort. Ach du Scheiße. Ich dachte, die verschwinden. Ja, so viel zu Wishes hat gedacht. Ich versteck mich jetzt. Ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe. Irgendwie habe ich es überlebt, aber dafür werde ich den Spaß hier jetzt nicht überleben. Ach du Scheiße! Hallo! Jungs, na, alles gut bei euch? Mach mal ein bisschen Platz hier. Boah, jetzt mach es aber auch gerade unnötig spannend, Freunde. Gebe ich gut und gerne zu. So, nochmal hoch hier. Oh, Freunde, das ist schon hier wieder so eine Stelle, ey. Da müsste ich doch wieder irgendeinen von den Designern richtig hart auf die Fresse geben. Ey, ich merke gerade, ich verliere so ein bisschen die Geduld. Das ist ein reines Geduldsspiel, das Game. Ihr müsst Geduld mitbringen. Ein bisschen Raffinesse. All das, was der Wishes nicht besitzt. So, jetzt haben wir das Problem gelöst. Aber dafür... Boah, ich glaube, das war der letzte. Nein, böse. Ah, guck mal, die Viecher da unten haben auch aufgehört nachzuspawnen. Oh, das ist hier ganz, ganz großes Kino, Leute. Ich weiß nicht, ob das als Zuschauer so rüberkommt, aber mein Puls, ne? Der ist momentan auf einen Messwert, ne? Das wird mein Arzt komplett aufregen. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Also, das bringt das Spiel schon sehr, 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 sehr gut rüber. Ah, jetzt kommt der Rotz schon wieder. Lauf, Andy! Oh Gott. Und niemals vergessen, über den letzten drüber zu springen. Und mich irritiert das gerade, warum das Teil immer noch nicht offen ist. Da gab es doch auch irgendeinen Trick. Geh mal weg. Geh mal weg. Ich glaube, ja, ich glaube, ich muss noch mal nach unten. Ich dachte, das Cat... Ah. Ja, ich glaube, ich weiß, warum das Teil nicht offen ist. Wir müssen noch mal in den Kerker, wie ich ihn als Kind genannt habe. Denn unten im Kerker ist... Ja, wunderbar. Guck mal, das nenne ich doch mal einen fairen Kontrollpunkt. Unten im Kerker ist eventuell der Schalter, den wir brauchen, um das Teil hier oben aufzumachen. Ich erinnere mich, ja. Ich zeige euch gerne, wo der Kerker ist. Das ist hier. Ihr wisst ja, rechts und links werdet ihr von den Skeletten hier angegriffen. Und der Plan an der Geschichte ist eigentlich, dass ihr anfangt zu rennen. Und wenn ihr rennt, fallt ihr runter. Und seid dann natürlich direkt hier unten in der Schlucht. Ich dachte eigentlich, dass wir uns den Spaß hier schenken können, weil der ist echt unappetitlich. Geh mal weg, such dir eine Freundin. Der ist echt unappetitlich. Alter, jetzt ist aber auch mal gut. Ach, keine Zeit gehabt, um den Abstand zu gewinnen. Ja, ich dachte aber, den hätten wir uns schenken können. Aber kannst du gut haben, dass hier unten der Schalter ist. Aber nun gut, falls er nicht da unten ist, habt ihr wenigstens mal den Kerker hier gesehen. Ich bin da als Kind sehr, sehr häufig runtergefallen. Ja, sehr, sehr häufig. So, alles klar. So, jetzt nochmal runter.
Es ist aber auch echt eine miese Stelle. Nein, wow. So, erstmal auf Abstand. Damit wir... Hallo, spring doch. Und das sind wieder so Geschichten, ne? Da könnte ich schon wieder... Aber ganz laut... Dem Spiel. Ich hab springen gedrückt und er springt nicht. Kann aber auch jetzt gut an der PlayStation 3 liegen. Ra, 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 ra. Hauptsache... Hauptsache er da unten hat Freude. In der Backen. Wenigstens einer hat hier Spaß. Ja, irgendwie ist der Rückweg ein bisschen einfacher, ne? Aber nur ein Ticken. So, direkt rüber. So, und jetzt direkt ans Ende rennen. Wir rechnen. Damit, okay. Jetzt muss ich mich darauf verlassen, dass der Kollege schön regelmäßig springt. Ich meine, ihr könnt die auch mit den kleinen Schüssen besiegen. So ist das nicht. Aber, ja, es ist eher ein Handicap, die mit den kleinen Schüssen zu besiegen, weil ihr seht, die Gegner sind schon so gebaut. Scheiße. Ich hasse diese Teile. So, unten bleiben. Ey, sorry, Leute, ich muss mich... Bei dem muss ich mich konzentrieren, bis zum geht nicht mehr. Da ist mir im letzten Part schon aufgefallen, das ganze Quasseln. Das ist total kontraproduktiv hier. Bei den Stellen schon. Da bringt mir Ducken nichts, weil ich sie nicht erwische. Seht ihr, wegen der Anhöhe. Das Spiel, das ist ein Arschloch hoch 10. So, ja, jetzt fängt die ganze Schalterkiste hier an. So, mein Freund. Blühe, wachse und gedeihe. Mit meinem grünen Daumen. Meine Güte, dass mir der Gag nicht schon vorher eingefallen ist. Ach, du bist der Kreativo überhaupt, Busches. So, du weg. Was haben wir hier? Haben wir hier nur eine Höhle? Ah, hier nur eine... Ah, alles klar. Hier ist gar nichts. Ich glaube, jetzt sind wir auf der anderen Seite, ja. Und hier kann ich jetzt auch das Ding aktivieren. So war die ganze Geschichte nämlich. Wunderbar. So, dann können wir hier runter. Den Raum da hinten, den haben wir uns ja schon mal vorbereitet. Das ist natürlich perfekt. So, hier langsam runter, rate ich euch. Genau deswegen. Denn wenn ihr, glaube ich, auf den Schalter in der Mitte geht, dann werdet ihr von allen Seiten angegriffen. Und das ist auch, glaube ich, so getriggert. Ich muss aufpassen, dass ich die immer in die... Ja. Ich muss aufpassen, dass ich die immer in die richtige Richtung zurückdränge. Das ist auch so getriggert, dass, wenn ihr beide Schalter benutzt, ihr eigentlich keine Chance habt. Ja, das Gefängnis hier, das ist nicht angenehm gewesen. Das habe ich als Kind sehr, sehr verflucht. Der Schleier lüftet sich so langsam. So langsam aber sicher kommen Erinnerungen zurück. So, Kumpel. Du bist auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen jetzt gerade, ne? Guck mal, wie begeistert er war. Ein Fan, ein Fan. Komm doch mal jetzt her hier, jetzt mach hier nicht... Stirbt er auch mal? Ich glaube, der ist gerade verbuggt. Ich wollte gerade sagen. Beschmeiße ich dich hier mit Watte oder was? Also der Typ hatte auf jeden Fall einen Schatten. Also das kann ich nur bestätigen. Halt dich! Okay. Das war mehr Glück als Verstand. Boah, ich habe mich gerade tot gesehen. Ihr mich auch? Ah, das ist eine Scheißstelle. Einfach eine Scheißstelle. Ja. Wir gewinnen durch Überhand, weil wir einfach viele sind. Ist da so ein Trick? Ich glaube, an die Ketten könnte ich nicht nochmal hochspringen. Dafür sind die zu hoch. Ich muss das Teil aktivieren. Da komme ich nicht drum herum. Ja, das wird jetzt so... Ja, bis ihr mal Glück habt, ne? So eine Geschichte wird das jetzt. Wenn ihr euch fragt, warum ich immer auf den Boden schieße, wie gesagt, das sind die kleinen zwischen. Und, wenn ihr... Alter, ich wollte gerade sagen. Wenn ihr oben lang schießt... Also, sie ducken sich mehr, als dass sie springen. Das kann ich euch sagen. Und selbst wenn sie springen, ist das kein Beinbruch. Weil sie beim Springen, sich nicht so schnell vom, Platz bewegen können. Sie haben da so eine... Ja, wie soll ich es nennen? So eine kurze Atempause dann. Wodurch ihr sie dann in eine Ecke drängen könnt. Das ist halt ein Vorteil. Und halt die Kleinen, ne? Die Kleinen sind ein großer Punkt. Deswegen ich das so handhabe. So, jetzt habe ich mal Glück gehabt. Das ist einfach eine Glücksstelle. Ihr seht, ich habe das genauso gemacht wie gerade. Über den würde ich jetzt lieber rüberspringen.
Weil ich glaube, da hinten gibt es, glaube ich, erstmal nichts Atemberaubendes für uns. Das ist, glaube ich, wirklich nur eine Ecke, wo die Gegner drin sind. Nee, doch, wir müssen hier gleich weiter. Alles klar, das Teil. Ja, wie ich es in Erinnerung hatte, das war hier viel mit Schalterspielen und so weiter. Jetzt muss ich gerade erstmal nachgucken, ob ich überhaupt aufnehme, Alter. Ich bin... Ey, das Game macht mir übelst Spaß. Aber, ja, ist halt ein bisschen schade. Ich muss hier echt volle Konzentration hier abliefern. Und deswegen wirklich entschuldigt das hier, dass ich hier jetzt nicht der große Laberkasper hier bin. Hier ist dann echt wichtig. Ja. Und ihr wisst, wenn wir die jetzt im Nacken gehabt hätten, beide Seiten, hätten wir keinen Blumenstrauß gewinnen können. So, alles klar. So, das ist hier das Ding, was wir da oben, ihr erinnert euch, im letzten Part schon geöffnet haben. Und ja, da haben wir natürlich den Salat. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob der von da unten uns ein Problem machen könnte. Ich glaube, wir müssen sogar runter. Weil die hier darauf getriggert sind, sich sofort zu verpissen, wenn wir schießen. Ne? Nee, wir müssen auf jeden Fall runter. Ich gehe aber erst runter, wenn er mit dem Rücken zu mir steht. Ah ja, hier war der Clou, genau. Ich erinnere mich, wir können die Teile unten, die Einzelteile, können wir nicht kaputt schießen. Habt ihr clever gemacht. Und tschüss. Habt ihr gesehen, diesmal hatten wir noch nicht mal Reaktionszeit. Das ist eine Scheißstelle. Ja, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie wir das am besten anstellen. Da hatten wir noch nicht mal Reaktionszeit. Die haben wir nicht bekommen. So ein Scheiß. Könnte mich in einem Mann-zu-Mann-Duell mit denen da unten anlegen. Das würde mir aber nichts bringen, weil ich sowieso oben lang muss. Das ist, wenn ich mich hier so hinstelle. Ja, keine Chance. Habt ihr gesehen, ich habe den getroffen und es hat keinen Damage gemacht. Es hat keinen Damage gemacht. Boah, wie war die Stelle nochmal? Boah, hier muss ich jetzt gerade echt überlegen. Hier gab es 100 pro irgendeinen Clou. 100%. So, wir können die Teile da unten nicht killen. Einzige, was wir probieren können, ist von hier einfach abzu... Ja, jetzt soll er sich nicht festhalten und er hält sich fest. Ich werde hier zum Tier, Freunde. Ich sag's euch, ich werde hier zum Tier. Aber es bringt auch nichts, da jetzt unten hinzuspringen. Zu unseren fetten Juggernauts da. Weil ich müsste, glaube ich, von da unten auch gar nicht mehr hochkommen. Das ist wahrscheinlich so getriggert, dass ich sofort sterbe. Ja, ist so getriggert, dass ich sofort sterbe. Okay, ich will mir die Blöße nicht geben, aber ich glaube, ich werde an der Stelle eventuell gleich mal nachgucken müssen. Weil mir fällt jetzt gerade auf die Schnelle nichts ein. Ich hab auch keine Möglichkeit, mich zu wehren von da aus, ne? Oder? Ich probiere das. Ich probiere jetzt nochmal ein, zwei kleine Ideen. Oder war das mit den Typen da unten, dass wir die so verdoppeln? Ah, ich hab's! Ich hab's! Ich erinnere mich! Ich erinnere mich! Oh, ich Vollidiot! Passt auf! So, wir müssen die verdoppeln. Passt auf. Ist eigentlich eine geile Idee für ein Rätsel. Ist eine richtig geile Idee. So, wir verdoppeln die jetzt. Passt auf, was ihr jetzt sehen könnt. Wir müssen die verdoppeln. Dadurch sind die Viecher da oben, ihr seht's gerade, die bedienen sich jetzt natürlich an unseren doppelten Kollegen hier. Und die Zeit sollten wir eigentlich nutzen, um hier dran vorbeizukommen. Ah, stimmt. Ja, jetzt war ich ein bisschen zuvor, ehrlich. Super. Ich erinnere mich. Geile Idee für ein Rätsel. Müsste zugeben. Da stand ich jetzt gerade echt kurz auf dem Schlauch. Das hatte ich nicht mehr so in Erinnerung. Das ist mir gerade eingefallen, als ich nochmal über die Juggernauts nachgedacht habe. Ist aber auch eine richtig miese Nummer, ne? Ist, muss man einfach mal so sagen. Aber hey. Ja, das sind Tiere, ne? Die kennen da kein Gut oder Böse. Also komm, Jungs. I need your help. Was ein Glück, dass der dunkle Meister euch hier unten positioniert hat. Sonst gäbe es hier kein Vorbeikommen. Ja. Ich sag ja, die Rätsel, die das Spiel besitzt, die sind eigentlich... Eigentlich sind die hochlogisch und hochkreativ, muss man jetzt einfach mal so sagen. Zack, 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 zack. So. Ah, jetzt geht's hier los. Hopp.
Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich will nicht. Ich will nicht. Ach du Scheiße, ich hab's hinbekommen. Ich weiß nicht wie, aber ich hab's hinbekommen. Ich lebe noch. So, stellt euch mal vor, ihr macht euch diesen ganzen Stress und kommt hier unten nicht weiter, weil ihr da oben das Tor vergessen habt. Ist richtig geil, ne? Whisky! Ich kriege ihn nicht mehr los! Hilfe! Hier ist Gandhi! Hoffentlich hast du dir nicht wehgetan, wenn der Meister zu dir kommt, wirst du erfahren, was eure Schmerzen sind! So, Hund haben wir schon mal eingeladen. Handlanger ist auf der anderen Seite. Keine Panik, Freunde, der wird auch noch sein Soll zahlen müssen. So, er hat aber leider nicht mit unserem magischen grünen Daumen gerechnet. Tja, und da kommen wir natürlich ganz schnell raus. So, Kollege, bitteschön, für dich. Ja, so schnell kann sich der Spieß drehen, nicht wahr? So, und damit du auf keine blöden Ideen kommst, kannst du ja mal gucken, wie du selber das Teil hier hochbekommst. Viel Spaß damit, der Meister freut sich. Oder wie er es mal sagte, mal eine Abwechslung. du schießt mich, glaube ich, von hier oben ab, glaube ich, ne? Ich will's nicht riskieren. Ach, weißt du was, wir töten dich jetzt einfach, weil du mir voll auf den Sack gehst. What the fuck? Okay, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich glaube nicht, dass wir den Boden betreten sollten. Das ist keine gute Idee. Nein, überhaupt keine gute Idee. Ah, komm, ich wiederhole den Kram hier gerne. Das ist eine Stelle, die mir immer wieder Spaß macht. Wir haben Zeit, Leute, wir haben Zeit. Also, wir sind jetzt so auf dem... Wir sind jetzt gerade im Schloss. Ich weiß nicht, was ist das? Fünfter, sechster Part? Sechster Part müsste das sein. Kann man so stehen lassen. So, das überspringe ich jetzt einfach mal, auch wenn die Katze natürlich super aussieht. So, zack. Beste Möglichkeit, um Schalter zu betätigen, finde ich immer noch. Ist das jetzt hier auch schon wieder so ein Verdoppel-Alles-Rätsel? Wir müssen auf jeden Fall unten an den Schalter dran, das weiß ich. Ich glaube, ich sollte mal aufhören, die Einzelteile zu töten. Aber ich glaube, da müssten wir mit der gleichen Vorgehensweise wieder weiterkommen. Ah, die Gierschlunde sind schon unterwegs. Geht da mal weg, Freunde? Ja, das ist natürlich ganz tolles Kino. Das ist scheiße. Ja, das ist richtig scheiße. Das ist blöd. Da müsst ihr schnell reagieren. Ja. Muss ich aber auch sagen, da kenne ich auch wenig Spiele, die dir solche Gamebreaker reinhauen. Ich meine, es sind keine Gamebreaker im eigentlichen Sinne, dass das Spiel ab da an unspielbar ist. Aber du kannst dir halt so gewisse Situationen so krass versauen, dass du gezwungen bist, dich zu töten. Was eigentlich auch ziemlich, ziemlich asozial ist, wenn man mal ganz ehrlich ist. Heutzutage würden das manche... Ach, weißt du was, komm. Ich will mal nicht so sein. Ich lass dir mal deine Pflanze hier. In der Hoffnung, dass du irgendwann selber hier rausfindest. So, ich muss jetzt gerade gucken, ist das der Schalter da drüben? Krieg ich noch genug Zeit? Nee. Ah, ich glaube, das war zu früh. So. Alles klar. Hoch, 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 hoch. Njam! Na, guck mal. Eine gute Tat am Tag. Haben die blöden Viecher auch endlich ihr Futter bekommen. Ach du Scheiße. Ja, jetzt geht die Party richtig ab. Ja, jetzt haben wir hier wieder... Ihr kennt sie mittlerweile. Dieser zig Milliarden Gegner greifen uns an Screen. Hier haben wir jetzt nochmal ein ziemliches Ausmaß daran. Aber das müssten jetzt auch so die letzten Kampfgefechte vom Endboss sein, die wir hier jetzt haben, wenn ich mich recht entsinne. So, ihr weg. Ja, guck mal hier, Nachzügler. Ja, komm mal her. Komm, Kollege. Wenn du kuscheln willst, ich kusche gerne. Kuschelst du hier mit meiner... Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ganz, ganz schlechter Ausgang. Oh Gott. Genau deswegen. Hinter mir ist noch einer. Ich weiß, Freunde. Oh, wir müssen jetzt hier clever vorgehen. Ihr seht die Schalter. Damit lösen wir gewisse Tore aus.
Wir sollten aber ganz genau überlegen, welche Tore wir ausnutzen sollten. Ich habe immer wieder vergessen, mich bei PSN abzumelden. Ja. Wishes halt, ne? Professionalität wird hier ganz, ganz groß geschrieben. Warum muss ich immer die Dreistarbeit machen? Meister, seht ihr? Der Zauberfelsen. Hey, jetzt habe ich die Macht. Ach ja, du hast jetzt die Macht. Aber nicht mehr lange. War nur ein Witz. War nur ein Witz. Super, Alter. Super, ohne Scheiß. Ja, ist für uns natürlich nicht so super, denn wir können uns nicht mehr wehren. Tja, Freunde. Da soll sich mal einer beschweren. Ich weiß gar nicht, ist das in Ordnung, wenn ich den hier mache? Ich glaube nicht, ne? Hallo? Na Jungs, alles gut? Wollt ihr? Guckt euch das an! Tschüss! Ja, lauf, Andy, lauf! Lauf, Digga! Scheiße. Weißt du, manchmal glaube ich, die Lache widerspiegelt so ein klein wenig die Macher. Ich habe mir das schon so ein bisschen vorgestellt als Kind. Bei solchen Kisten ohne Scheiß. Ich glaube mittlerweile schon. Nein! Sofort runter! Lauf, lauf, krabbel, krabbel, kriech, kriech. Keine Ahnung. Mach aber irgendwas. Einfach in Bewegung bleiben. Wenn wir in Bewegung bleiben, sollte hier eigentlich alles funktionieren. So, jetzt wird's tricky. Komm mal her hier. Ah, boah, an den vorbeizukommen, ne? Das ist ein Arschkrampf vor dem Herrn. Das kann ich euch sagen. Ich mag die Viecher nicht. Ich mag die vom Design, weil die echt creepy sind. Aber ich mag die so an sich nicht. Du Ratte, Alter, habt ihr euch so vorgestellt. Auf Wiedersehen, schönen Tag noch, schönen Tag. Lauf, 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 krabbel, krabbel, kriech, lauf, lauf, lauf. Party! Ja. Ja. Ja, ich erinnere mich. Ihr habt gesehen, den Schalter unten? Den muss einer... War das der untere Schalter? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Och, Freunde. Das mit den Checkpoints, das lernen wir aber noch, ne? Das ist... Das ist asozial. Das ist einfach asozial. So, und nochmal hier runter. Ich meine, wenn man es ein, zwei Mal gemacht hat, dann hat man den Clou schon raus. Ich weiß auf jeden Fall, dass mit dem Schalter, das wird jetzt wieder ein bisschen glücksabhängig, die Geschichte. Denn wir müssen hoffen, dass einer von den Viechern genau in der richtigen Sekunde tot. Ja, das ist ein sehr brutaler Tod nebenbei. Wenn die dich erwischen. Dann habt ihr es auch einmal gesehen. Natürlich alles nur fürs Publikum. Boah, Leute, ich kriege hier keinen vernünftigen Satz zusammen im Spiel. Das ist hier Atemraum, du. Wo war ich denn jetzt gerade? Jetzt habe ich... Der Typ, der mich gekillt hat, ne? Der hat mich schon wieder komplett aus dem Konzept gebracht hier. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt gerade war. Ich will jetzt hier einfach mal... Ja, genau, bei dem Schalterrätsel war ich. Wir müssen jetzt... Ja, ficken. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Ich glaube, ich cut euch das mal. Das kann hier noch ein bisschen dauern. So, Freunde, da sind wir wieder. Ich habe es mir übrigens unnötig schwer gemacht. Wir können hier einfach durchrennen, wenn man es auch richtig macht. Achtung, hier muss ich aber rüberspringen. Wir müssen gar nicht da oben mit dem Schalter rumspielen. Ja. Ich würde mal sagen, keine angenehme Situation. Alter, hat mich diese Stelle als Kind verstört. Du wirst da durch die Level gejagt von den ganzen Viechern, kannst dich nicht wehren. Und die Verfolgungsjagd endet so. Nun gut, ob wir aus dieser Situation jemals herauskommen werden? Wer weiß, ihr werdet es wahrscheinlich erst erfahren, wenn ihr im nächsten Part von Heart of Darkness wieder einschaltet. Kratzt du dir mal den Arsch. Ich hoffe, ihr seid dann das nächste Mal auch wieder dabei, wenn es weitergeht hier mit Let's Play Heart of Darkness hier auf GamingTube. Bis dahin, Freunde, haut da rein. Ich wünsche euch was. Euer Wishes.